Ich bin Kira, ich bin 29 Jahre alt und wir sind heute hier in Berlin-Friedrichshain in meiner Wohnung. Und das ist meine Schwester. Genau, ich bin Elisha, ich bin 32 Jahre alt und zusammen sind wir Don & Dandy. Und wir lieben es, gemeinsam unsere Wohnung funky und super bunt einzurichten. Ich wohne in Mailand, auch schon seit 10 Jahren, genauso wie Schatzi in Berlin. Und übrigens nicht wundern, falls ihr öfters hört, dass wir uns Schatzi nennen. Das machen wir schon unser Leben lang so. Und auch unsere Freunde und unsere Eltern, alle nennen uns Schatzi, Schatzi 1, Schatzi 2. Deswegen, wir versuchen uns, wenn es geht, einmal im Monat zu sehen, entweder in Milano oder in Berlin. Und ansonsten hören wir uns eigentlich jeden Tag. Ja, auf jeden Fall. Über FaceTime. Ja. Wir reden über hauptsächlich Interior Design, über Don & Dandy, über welche Projekte stehen als nächstes an. Was wollen wir verändern in der Wohnung? Welche Wandfarbe? Machen Moodboards. Ja. Alles Mögliche, was uns einfach in den Sinn kommt. Manchmal sind wir einfach auch nur am Telefon in Stille und jeder arbeitet an seinen eigenen Projekten für Stunden. Vor 2 Jahren war ich viel zu Hause, weil ich Depressionen hatte. Und dadurch haben dann meine Freunde mir geholfen, ein Stativ aufzubauen. Damit konnte ich meine ersten Teppiche taften, unter anderem auch die hier. Und genau, ich wurde sehr viel supported, auch von meiner Schwester. Und dadurch entstand dann Don & Dandy. Und deswegen wollte ich meine graue Welt zu der Zeit etwas bunter machen. Und deswegen sind wir heute hier, wo wir hier sind, in einem super bunten Wohnzimmer. Warum Don & Dandy ist eine kleine Geschichte, inspiriert an unserem Opa aus den 70ern, vor allem 70ern, 80ern. Ja. Der hatte eine super Leidenschaft fürs Reiten und für Pferde. Ein Pferd hieß Dandy und sein Hund hieß Don. Und wir fanden irgendwie diese Dynamik Don & Dandy, was ja eigentlich sehr männliche Namen sind. Und dann dahinter zwei coole Frauen, coole Frauen stehen. Aber abgesehen davon fanden wir den Lifestyle, den er gelebt hat, wie er das Leben genossen hat, in Farben, in voller Energie. Und ja, er hatte auch diese eine Terrasse, weißt du noch, die komplett in Pink eingetaucht war. Und daher stammt auch unsere Inspiration für unseren Flur, den wir auch komplett in Rosa gestrichen haben. Und genau, so haben wir immer noch eine kleine Erinnerung an unserem Opa geschaffen. Yeah. Wir sind super minimalistisch aufgewachsen, aber wie gesagt, wir haben eine super Leidenschaft für Farbe und konnten das dann halt in unserer Wohnung ausleben. Von organischen Formen, die man in unseren Teppichen findet, die Schatzi gemacht hat, oder Chrome Details, wie zum Beispiel unsere Stühle oder den Magazinständer, den wir ergattert haben aus den 70ern und 80ern. Das sind einfach alles Farben, Formen, die uns irgendwie glücklich machen und sobald wir Gäste haben, kommen die auch hierher und erforschen und gucken und fragen, wo haben wir das gefunden, wo habt ihr das her? Und irgendwie jedes Piece ist halt in irgendeiner Art und Weise einzigartig. Wir lieben unsere 70er-Jahren-Kommoden und die sind super besonders, weil sie abgerundete Ecken an den Seiten haben. Und die gibt es nur noch super selten und haben sie damals gefunden in Stuttgart, aber haben unsere Eltern dazu gezwungen, sie bis nach Berlin zu fahren und in den 7. Stock zu bringen. Jetzt sind sie hier, wir haben sie nochmal abgecycelt, neuen Anstrich gegeben und jetzt sehen sie aus wie neu. Mein Lieblingspiece in der Wohnung ist der Magazin-Chrome-Ständer, weil ich weiß, wie schwierig es war, den zu ergattern. Ich liebe die Farbe, Silber, Chrome, die bricht irgendwie nochmal die ganzen Farben, die wir in der Wohnung haben. Und aber auch die Form ist einfach ein absoluter Hingucker. Für jedes Zimmer haben wir ein eigenes Farbkonzept und im Schlafzimmer spielen wir mit den Grüntönen. Wir haben eine riesen hellgrüne Wand und um das ein bisschen zu brechen, haben wir dunkelgrüne Bettwäsche oder auch die Kommode dunkelgrün gestrichen. Und wir finden auch hier wieder die Farbe rosa und hellblau. Das zieht sich aber auch durch die komplette Wohnung, weil es einfach unsere Lieblingsfarben sind. Auch im Schlafzimmer haben wir wieder einiges abgecycelt, unter anderem die Nachttische, die auch Vintage-Pieces sind. Wir haben sie abgeschliffen, in hellblau angestrichen, neue Glasplatten lasern lassen und ja, auch die Aussparungen erinnern wieder an super organische Formen, die einfach diese Harmonie reinbringen bei uns im Schlafzimmer. Und auch die Schubladenkommode ist super funky mit ihren einzigartigen Griffen, die erinnern so ein bisschen an Kussmünder. das ist einer unserer Lieblingsobjekte und auch
ein New Entry hier in der Wohnung in Berlin. Ein roter Faden, der sich, wie gesagt, durch unsere Wohnung zieht, sind die organischen Formen. Und auch der Katie-Teppich von West Wing in unserem Schlafzimmer hat eine organische Form und ähnelt so ein bisschen dem Teppich, den Kira gemacht hat in unserem Wohnzimmer. Licht ist natürlich auch super wichtig, vor allem im grauen Berlin. Und deswegen haben wir in jedem Zimmer viele indirekte Lichtquellen, zum Beispiel Nachttischlämpchen. Wir haben von der Decke hängt unsere Tube-Lampe. Auch im Flur ist unsere Tube-Lampe wieder an der Wand angebracht. Und einer unserer Lieblingslichtquellen ist der kleine Donut, der an der Wand hängt, weil es einfach super schönes orangenes Licht gibt. Und eventuell haben wir eine kleine Kerzenständer-Addiction, denn die stehen auch überall in der Wohnung verteilt und sorgen natürlich für das schönste Licht in der herbstlichen Jahreszeit. Die Küche ist klein, aber fein und was super besonders ist, dass die Küchentheke direkt vorm Fenster ist. Wir haben es ein bisschen umfunktioniert und öfter verbringen wir dann Zeit in der Küche und Schatzi sitzt gerne da am Fenster, während ich koche. Genau, ist einfach eine super gemütliche Ecke für uns. Ausgestattet mit super vielen bunten Gläsern, bunten Tellern, bunten Besteck. Und ja, wir lieben es einfach, Sachen zuzubereiten, auch für unsere Freunde, für unsere Familie. Und es muss alles bunt sein. Je bunter, desto besser. Am liebsten machen wir bunte Brunches. Ja! Und die Poster in der Küche zeigen auch die Designs unserer Untersetzer, die auch in der kompletten Wohnung verteilt liegen, in verschiedenen Farben und Formen. Ein Tipp von uns, wie man sich so ein buntes Zuhause schafft, ist, dass man am besten eine Hauptfarbe nimmt, wie zum Beispiel das Blau von der Couch hier, und diese Farbe auch wieder in verschiedene Deko-Pieces aufgreift. Heißt in Vasen, Kerzenständern oder Postern. Ein weiterer Tipp von uns, Ecken zu vermeiden, soweit es geht. Wir lieben alles, was rund ist, sei es der runde Esstisch, der Bilderrahmen, der abgerundet ist, oder der Spiegel, der abgerundet ist, oder auch einfach nur die Vasen. Runde Formen machen einfach irgendwie den Raum viel, viel, viel harmonischer. Für mehr Inspiration klickt auf die Playlist. Und das war's von uns. Ciao. Ciao.